Guten Abend und herzlich willkommen zu Europa Alternativ, der interaktiven Gesprächsrunde der Linken live aus dem Europaparlament in Brüssel. In der 14. Folge von Europa Alternativ diskutieren heute Abend zu meiner Linken Martina Michels aus Berlin, Europaabgeordnete der Linken und Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung. Sie folgt dem ehemaligen Ausschussmitglied Lothar Bisky und Gruppenvorsitzenden Lothar Bisky nach. Zu meiner Rechten, was nichts weiter politisch zu bedeuten hat, Thomas Frickel, Dokumentarfilmer aus Rüsselsheim und Vorsitzender der AG Dokumentarfilm, AG Doc genannt. Bekannt geworden unter anderem mit seinem Film Der Störenfried, Ermittlungen zu Oskar Brüsewitz aus dem Jahr 92 und zuletzt auch mit der Mondverschwörung, wo er sich mit Verschwörungstheorien vor allem in der rechten Szene auseinandergesetzt hat. Gemeinsam diskutieren wir heute Abend das Thema Privatisierung der Wirklichkeit und der Öffentlichkeit, Glanz und Elend des Dokumentarfilms. Mein Name ist Erik Bonse, ich führe durch die Runde und nehme wie immer auch gerne Fragen aus dem Chatpublikum dann an. Nach ungefähr 10 Minuten machen wir eine kleine Fragerunde. Aber jetzt erstmal zum Thema, das wir vor einem Jahr schon mal angerissen haben, eben genau mit Lothar Bisky und Piet Eekman, einem belgischen Dokumentarfilmer. Da ging es um die Frage, ob der europäische Film stirbt. Der Aspekt war damals vor allem die europäische Krise, die Wirtschafts- und Finanzkrise, die die Mittelzufuhr natürlich gerade für die Kultur und gerade für den Film begrenzt. Das Fazit war, die Kulturförderung wird in Krisenzeiten vernachlässigt. Offenbar gilt dies auch für den Dokumentarfilm. Können Sie das bestätigen, Herr Frickel? Ich kann es für Deutschland jetzt noch nicht so bestätigen, aber man muss es differenzierter sehen. Wir haben verschiedene Ebenen, wo ich sagen würde, was die Förderung angeht, auch des dokumentarischen Films, gibt es bei uns im Land, in Deutschland, sicher wenig Nachholbedarf. Da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Es gibt sicher Stellschrauben, wo man einiges verbessern könnte. Das lassen wir jetzt mal beiseite, das wird wahrscheinlich zu weit führen. Aber es gibt Probleme. Der Dokumentarfilm hat ein Problem der Wahrnehmung. Er dringt nicht so durch, wie es eigentlich notwendig wäre. Und das hat in erster Linie zu tun mit dem Fernsehen, mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo eine bestimmte Art von Dokumentarfilm, nämlich gerade der, den die Öffentlichkeit eigentlich am dringendsten braucht, also nicht der Film, der nur alles den Leuten vorkaut und es in formatierten Häppchen serviert, sondern der ihnen Raum lässt, Dinge selbst zu sehen, selbst zu erfahren, auch sich eigene Gedanken zu machen. Diese Art von Dokumentarfilm, die wir vertreten, die wird immer stärker zurückgedrängt und die kommt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nicht mehr so vor, wie wir das uns eigentlich wünschen würden und wie es eigentlich auch dem Auftrag des Fernsehens das entsprechen heißt, würde. Wir haben immer mehr Reality-Show, immer mehr Krimiserien, immer mehr Talkshows statt Dokumentarfilm, statt der Abbildung der Wirklichkeit. Warum ist das für ein Problem für Brüssel, frage ich Martina Michels in den Linken. Na, zunächst mal, finde ich, haben wir es hier mit einem schlicht und ergreifenden Grundproblem zu tun, nämlich der Frage, wenn wir die Demokratie weiterentwickeln wollen, wenn wir eine demokratische Grundwerte vermitteln wollen, dann braucht es immer Öffentlichkeit. Ja. Und die Öffentlichkeit wird natürlich unter anderem durch die Medien übertragen bzw. hergestellt. Da spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk für meine Begriffe eine sehr große Rolle. Wir diskutieren aber auch auf europäischer Ebene solche Diskussionen wie gerade das Grünbuch zur Liberalisierung der Telekommunikation oder auch die Frage der Entwicklung einer europäischen Kultur schlechthin, der Förderbedingungen, der Filmförderung. Ja. Insofern ist es ein hochaktuelles politisches Thema, wie man damit umgeht. Und gerade der Dokumentarfilm spielt für meine Begriffe eine der wichtigsten Rollen bei der Frage, wie wird die Wirklichkeit in der Gesellschaft reflektiert, weil das ist Aufgabe von Dokumentarfilmen. Und wenn der Dokumentarfilm dazu nicht mehr die Bedingungen hat,
dann ist da natürlich, sagen wir, ist einiges in Gefahr. Wir haben es am Beispiel Griechenland übrigens gerade gesehen, bei den Sparauflagen, wo wird zuallererst gekürzt. Unter anderem in Griechenland beim Rundfunk, der dann erst durch große Proteste wieder einiges gerade gerückt wurde. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde ja sogar geschlossen, gemacht. Genau. Und dort, wo Druck entsteht, ist natürlich wird zuallererst dann an solchen Sparten gespart wie Dokumentar. Und Kurzfilm. Aber nun werden einige sicherlich sagen, aber wir haben doch Arte, ist doch alles wunderbar. Es gibt also ein europäisches Fernsehprogramm, das ist doch dafür gemacht worden, Dokumentarfilme zu senden. Wie sieht es denn damit aus? Also, was wir grundsätzlich feststellen, und zwar schon seit geraumer Zeit feststellen, ist so eine gewisse Konvergenz, also das öffentlich finanzierte, gebührenfinanzierte bzw. heute von einem Beitrag finanzierte Fernsehen versucht sich den privaten Angeboten sehr stark anzunähern. Und das führt dazu, dass das, was wir eben für eine solide dokumentarische Arbeit halten, nämlich hinter die Dinge zu schauen, ne? Räume zu lassen, für den Zuschauer Dinge selbst zu erkennen und sich selbst Gedanken zu machen, dass das immer mehr zurückgedrängt wird und dass stattdessen Infotainment Platz greift, also eine Art Wirklichkeit aufzubereiten, die zum Teil nach Drehbuch funktioniert. Das heißt, auch für Dokumentationen wird im Grunde genommen vorher gescriptet, was zu passieren hat. Wir hatten neulich eine heftige Diskussion bei uns über diese Fluchtgeschichte des ZDF, wo man versucht hat, ein gesellschaftliches Thema in so ein Unterhaltungsformat zu pressen und im Grunde genommen dann Flüchtlinge, so haben es jedenfalls unsere Kollegen empfunden, als Statisten missbraucht. Ja, das ist eine Tendenz, der wir uns entgegenstellen müssen. Und da stellen wir fest, dass gerade das gebührenfinanzierte Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ja sein Geld deshalb bekommt, und da sind wir wieder bei Europa, weil er auch nach dem europäischen Wettbewerbsrecht subventioniert wird. Also die Rundfunkgebühr, der Rundfunkbeitrag ist eine Subvention. Und Subventionen dürfen in Europa nur dann Platz greifen, wenn der freie Markt das nicht leisten kann. Mhm. Und das ist in der Tat bei vielem der Fall. Sicher nicht bei bei Unterhaltungsshows, sicher auch nicht in dem Umfang bei Sportveranstaltungen. Mhm. Und da geht das meiste Geld hin heute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also nur mal eine Zahl für Deutschland. Ich nehme an, das wird in anderen Ländern nicht wesentlich anders sein. Sportsendungen machen 8% der Programmfläche im ersten Programm der ARD aus. Ja? Ja. Aber sie verschlingen 27% des Budgets im ersten Programm. Und das ist ein Missverhältnis, unter dem wir letzten Endes leiden, weil dann für das, was wir machen, kein Geld da ist. Und es sind auch gar keine Sendeplätze da. Das ist also zurückgedrängt worden im deutschen Fernsehen auf die Zeit, wenn im Sommer keine Talkshows stattfinden. Ja. Und das war es dann, was den langen Dokumentarfilm, das Kinoformat angeht. Gibt es dafür eigentlich gar keinen Platz mehr oder jedenfalls keine Aufträge mehr? Ja, es gibt in Ausnahmefällen beim Fernsehspiel mal eine Dokumentarproduktion und auch beim kleinen Fernsehspiel dann montags nach Mitternacht. Aber das ist im Grunde genommen nach unserem Dafürhalten nicht das Erfüllen des öffentlich-rechtlichen Informationsauftrags in der Weise, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und das ist in der Tat so, dass wir auch schon an die Europäische Kommission, an die Wettbewerbskommission geschrieben haben, schon vor Jahren, als ARD und ZDF en bloc die Rechte für Fußball-Weltmeisterschaften eingekauft haben und haben gesagt, hier greift man also mit öffentlichem Geld in den Markt ein und hätte eigentlich ganz andere Aufgaben zu erfüllen. Aber es gibt offenbar noch ein anderes Problem. Um das mal plastisch zu machen, worüber wir hier reden. Also wir reden nicht darüber, dass wir unheimlich viel Geld verschlingen würden oder so. Eine Fußballberichterstattung kostet in etwa 3 bis 5 Millionen Euro. Ein Tatort 1,3 Millionen. Ein Dokumentarfilm, wenn er gut gedreht ist, in der Regel weniger als 300.000 Euro. Mhm. Also um auch mal deutlich zu machen, wie effektiv welche Branche ist. Weißt du, es ist nicht nur ein finanzielles Problem. Es gibt aber auch noch einen anderen Aspekt, den wir vorher besprochen hatten. Das ist die, was wir genannt haben, Privatisierung der Wirklichkeit. Das heißt, Dokumentarfilme haben zunehmend Schwierigkeiten, überhaupt Zugang zu Personen und zu Stoffen und zu Orten zu haben. Ja. Vielleicht.